Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Traden auf Wolke 7, natürlich mit Martin Görsch. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Punkt 18 Uhr zum Webinar. Ich bin gespannt, was der Martin uns heute mitgebracht hat, was er zeigen wird. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Und von daher will ich gar nicht lang drum rumreden, sondern schnell zum Risikohinweis springen, weil ich glaube, der Martin brennt nur darauf anzufangen. Das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Bitte verstehen Sie das jetzt nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ja, es ist immer wirklich wichtig und am Ende ist es wie halt immer eigentlich auch Ihre eigene Entscheidung, was Sie gerade tun, was Sie machen, egal was Martin gleich erzählen wird. Gut, das war eigentlich schon genug gesagt von meiner Seite. Martin, wenn du soweit wärst, würde ich dir den Bildschirm geben. Jo. Dann machen wir das. Zack Okay. und zack. Da So, sieht man aus. da haben wir es. Herzlich willkommen. Schönen Ah, mit guten Abend. Webcam. Und ja, herzlich willkommen heute hier zum Webinar Ichimoku Kinkohio Traden auf Wolke 7. Vielen Dank an FX Flat dafür, dass ich die Chance habe, hier ein bisschen was zu erzählen. Freue ich mich immer sehr. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen hier wieder ein bisschen weiterhelfen. Ich denke, die meisten kennen das Prozedere hier schon. Wir werden uns anschauen, einmal einen groben Marktüberblick, werden mal kurz gucken, was die Trendrichtungen hier so sagen, was wir für die nächste Zeit vielleicht für die Märkte erwarten können. Schauen uns dann an, was für Positionen noch offen sind im Portfolio von den letzten Sessions hier und werden dann so ein bisschen durch die Indizes klicken, schauen, was da an den Einzelwerten gerade interessant ist, wo neue Signale auftauchen aus dem Top Trader Signals Add-on mit dem Ichimoku Arbeitsplatz und werden dann gegebenenfalls neue Positionen eröffnen oder neue Orders in den Markt legen für die nächsten Swing Trades, die dann hoffentlich auch wieder gut laufen. Okay, dann würde ich sagen, Risk Disclaimer hatten wir schon, den spare ich mir von daher. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt hier ein, weil wir ja doch einiges zu tun haben. Okay, was haben wir hier drauf? S&P 500. Können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Sieht insgesamt im Moment ein bisschen wackelig aus, wenn wir uns das anschauen. Wir sind heute den sechsten Tag in Folge hier negativ. Ich glaube, ich habe das in der Aufzeichnung gesehen, dass die ganze Zeit die Cam dann auch in der Aufzeichnung drin ist. Von daher werde ich die jetzt mal kurz hier rausnehmen, dass am Ende das Bild größer ist in der Aufzeichnung. Dann kann man die Zahlen besser lesen. Ich glaube, das ist für alle sinnvoll. Also, wir haben im S&P hier den sechsten Tag in Folge momentan abwärts gerichtet. Sieht auch nicht so aus, als wenn sich da heute innerhalb des Tages noch viel ändern wird. Wir haben so einen typischen Tag gehabt, den man häufig in einem Abwärtstrend findet, nämlich ein Markt, der vorbörslich recht stark angestiegen ist. Wir haben ja also vorbörslich, hatten wir hier schon Kurse gesehen, so bis in den 44,80er Bereich rein hier oben und sind dann mit der US-Eröffnung recht stark abverkauft worden. Vielleicht gucken wir uns das einfach mal kurz im 30-Minuten-Chart an, da sieht man das ganz gut. Das hier ist die Vorbörse. Hier sind wir ab 7 Uhr morgens dann mit so ein bisschen Volumen dann auch schon in den europäischen Märkten. Ab 8, 9 geht es dann hier richtig los. Haben in der Vorbörse gesehen, dass wir hier deutlich nach oben gegangen sind. Wie gesagt, so bis in den unteren 44,80er Bereich und ab Punkt 15:30 Uhr, wo die Amis hier an den Markt gekommen sind, ist wieder Selling angesagt. Ganz klar verkaufen im Moment. Dreiwellig bisher über den Tag hier im 30-Minuten-Chart. Und wir sehen das ja auch die jüngste kleine Korrektur hier bis 44,55 wird gerade wieder abverkauft. Also sieht nicht so aus, als wenn wir hier heute noch einen starken Close kriegen würden. Und dementsprechend sind wir dann jetzt hier tatsächlich in dem sechsten Verlusttag in Folge. Das hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr im S&P. Ja, wenn wir uns die ganzen letzten Tage hier anschauen, die ganzen letzten Wochen, da haben wir hier maximal 3 Tage hintereinander, hier auch mal 3 Tage hintereinander fallende Kurse und dann sind sofort die Käufer wieder reingekommen. Hier auch 3 Tage hintereinander, sofort sind die Käufer wieder reingekommen. Also es ist sehr, sehr lange her,
dass wir hier mal 4 oder 5 Tage negativ in Folge hatten. Das hier war die letzte Session mit 5 Tagen negativ. Das war im Februar. Und da sehen wir auch, hier sind dann am nächsten Tag deutlich die Käufer reingekommen. Das heißt, zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir diese Situation hier nicht mehr. Das ist ein erstes Achtungszeichen, dass eventuell diese Aufwärtsbewegung hier erstmal durch ist und wir jetzt eine größere Korrektur sehen könnten. Wenn wir uns das anschauen von Seiten Ichimoku, dann sehen wir, wir haben hier auf dem Tageschart inzwischen 2 Setups, die leicht negativ sind. Wir sind mit dem Preis unterhalb der roten Linie. Wir rutschen mit dem Preis gerade unterhalb von der violetten Linie. Und so wie es ausschaut, werden wir hier in den nächsten Tagen auch mit der blauen unter den aktuellen Preis gehen. Das wird damit zusammenhängen, wie der Kurs sich hier weiter verhält. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Die blaue Linie ist im Prinzip nichts anderes als der Closing-Kurs, der Schlusskurs hier auf Tagesbasis 26 Tage nach hinten versetzt. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier wieder steigende Kurse sehen würden, dann würde sich auch die blaue Linie hier wieder nach oben bewegen und würde im positiven Bereich bleiben. Hier ist es prinzipiell immer positiv, wenn blau oder oberhalb des Preises ist. Das wird negativ, wenn blau hier kreuzt, und das würde passieren, wenn wir hier jetzt entweder seitwärts laufen oder abwärts laufen. Dann würde die blaue Linie sich seitwärts bewegen oder eben abwärts. Und früher oder später würden wir dann den alten Kursverlauf schneiden. Ja, das heißt, man kann hier also im Voraus immer schon mal schauen, wie würde sich denn dieser Indikator weiterentwickeln und was würde das für uns bedeuten. Und das wäre dann das nächste negative Zeichen für den Markt. Wir haben hier unten die grüne Wolke. Die grüne Wolke ist ganz klar Support, ist ganz klar Unterstützung. Wir sehen aber auch, wenn wir eine Zeitebene höher gehen und gehen hier mal in den Wochenchart, ich vergrößere den mal, gehen hier mal in den Wochenchart, dann sehen wir, auf der Woche ist hier noch alles positiv. Ja, blau ist weit über dem Kurs. Der Kurs ist oberhalb der roten, der Kurs ist oberhalb der violetten und ist eben auch sehr weit entfernt von der grünen Wolke. Das ist zum einen natürlich sehr positiv, weil das ganz klar zeigt, dass der langfristige Trend, der langfristige Aufwärtstrend absolut intakt ist. Das sehen wir ja auch schon alleine, wenn wir uns die letzten Sequenzen hier anschauen. Allerdings haben wir jetzt natürlich auch eine sehr weite Strecke, die der Kurs nach unten zurücklegen könnte, ohne dass das etwas an dem übergeordneten bullischen Bild hier ändert. Wir könnten also sogar, wenn es ein bisschen extremer abläuft, hier eine Bewegung sehen, die nochmal in den Bereich dieser letzten Tiefs hier geht, deutlich unter 4.200 Punkte und dann wieder nach oben laufen. Und das wäre alles in Ordnung. Die blaue Linie würde sich so bewegen, ja, ähnlich dann wie der Preis. Die würde hier auch noch komplett oberhalb bleiben. Wir würden also mit dem Preis mal kurz unter die rote gehen, würden vielleicht auch die violette testen und trotzdem wäre hier immer noch alles in Ordnung. Wir sehen das hier auch am Görsch-Trend, wie stark bullisch dieser Markt ausgerichtet ist, wie viel Momentum da in der Oberseite noch drin ist. Und auch hier könnte natürlich die Abwärtsbewegung relativ lange dauern, ohne dass der Görsch-Trend negativ drehen würde. Wir haben also potenziell hier erstmal ein recht großes Korrekturpotenzial, was der Markt ausschöpfen könnte, ohne dass sich das große Bild verändert. Das macht das Ganze für uns natürlich aus dem Bereich des Tradings immer etwas schwierig, weil wir eben damit rechnen müssen, dass es hier größere Korrekturen gibt, sind aber übergeordnet noch klar aufwärts gerichtet und deswegen suchen wir ja normalerweise hier eher nach Long-Setups. Wenn wir mal schauen, das, was in der letzten Zeit an Short-Setups hier umzusetzen war, das waren einige wenige Chart-Setups, die sich hier entwickelt hatten. Da hatten wir hier so ein Keil, der ist nach unten verlassen worden, das konnte man traden. Dann hatten wir danach hier wieder einen Keil, der ist nach unten verlassen worden, das konnte man traden. Dann hatten wir hier einen Keil, der ist nach unten verlassen worden, das konnte man traden. Und siehe da, jetzt haben wir hier schon wieder so einen Keil und der ist auch nach unten verlassen worden. So, wenn wir uns jetzt aber anschauen über die letzte Zeit, wie weit sich diese Märkte dann bewegt haben, dann sehen wir, das war die erste Gelegenheit,
Das war die zweite Gelegenheit. Das war die dritte Gelegenheit. Wir haben so Bewegungen, die sind ungefähr gleich groß nach unten. Und dann sind sofort die Käufer wieder reingekommen. Schauen wir uns das Ganze hier jetzt an. Dann haben wir im Prinzip das Kursziel erreicht. Wir haben diese erste Bewegung, die hier gelaufen ist, über die ganzen letzten Male, wo der Markt ein bisschen korrigiert hat. Diesen Bereich haben wir jetzt erreicht. Das bedeutet für uns erstmal, für den Index an sich, Short ist jetzt hier durch. Short-Setups können wir hier momentan nicht aufbauen, weil der langfristige Trend noch klar aufwärts gerichtet ist und weil der aggressive Korrektur-Trade auch die typische Range, die er dann in der ersten Bewegung hinlegt, eben schon hinter sich gebracht hat. Da ist also jetzt erstmal nicht mehr viel Luft nach unten. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt natürlich aufpassen und schauen, ab wann findet der Markt Support. Vielleicht laufen wir hier auch noch bis in den Bereich der alten Hochs hier bis 44,20 nach unten. Wo findet der Markt Support und fängt dann wieder langsam an, nach oben zu drehen, dass wir dann irgendwo wieder in die alte Trendrichtung einsteigen können. Und jetzt haben wir ja schon seit längerem das Problem, wenn wir uns jetzt versuchen, die Kurve auf unsere Einzelwerte zu ziehen. Haben wir ja jetzt schon längere Zeit das Problem, dass der Markt keine besonders große Breite mehr hat. Das bedeutet, wir haben einige wenige große Player, die den Markt nach oben ziehen, wie eine Microsoft, wie eine Apple, wie eine Facebook, eine Netflix in der letzten Zeit. Ja, auch Netflix 16% in den letzten paar Wochen hat kräftig zugelegt nach dem Breakout. Und das sind die großen Aktien, die einen sehr, sehr starken Marktanteil haben an den Indizes, die eben extrem gut gelaufen sind und die diese Indizes deutlich nach oben ziehen. Die Mehrzahl der Aktien ist aber sehr negativ ausgerichtet, läuft sogar unterm 50er gleitenden Durchschnitt, ist also eher abwärts gerichtet. Die Mehrzahl der Aktien ist eher abwärts gerichtet. Und trotzdem haben wir hier über Monate Indizes, die immer weiter ein All-Time-High aufbauen, aber eben nicht mit einer besonders großen Marktbreite. Das müssen wir wissen. Das bedeutet nämlich für uns am Ende, entweder wir traden auf der Long-Seite den Index, weil der uns ja klar zeigt, dass er im Prinzip weiter nach oben will, oder wir suchen uns halt besonders starke Kandidaten, die eine gute Chance haben, eben auch weiter zu laufen. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch danach schauen, was waren denn die Aktien, die besonders zerbombt worden sind über die letzten Monate, die jetzt vielleicht irgendwo mal einen Boden gefunden haben, dass wenn es wieder zu Umschichtungen kommt, dass wir dann die Möglichkeit haben, davon zu profitieren, dass große Fonds und große Hedgefonds Gewinne, die sie bei den ganz großen Aktien gemacht haben, vielleicht so langsam mal abziehen, schon einfach deswegen, weil prozentual diese Positionen in den Depots zu groß werden, da ein paar Gewinne abziehen und die dann in die Einzelaktien bringen, wo sie der Meinung sind, dass sie von da, wo sie jetzt stehen, das größte Kurspotenzial haben. Und das sind eben typischerweise die, die recht stark zusammengeprügelt worden sind, inzwischen dann aber auch eben schon wieder aufwärts gerichtet. Und danach werden wir heute mal so ein bisschen Ausschau halten nach solchen Werten. Also insgesamt sehen wir, langfristig ist das Ganze noch positiv. Kurzfristig sind wir hier in einer ganz klaren Korrektur. Ich schaue mal kurz, ob ich hier den NQ auch noch drin habe. Ja, den haben wir hier auch noch in der Liste. Dann schauen wir uns den nämlich auch noch mal kurz an. Gleiches Bild im Prinzip im Nasdaq. Auch da sehen wir eben die kurzfristige Korrektur. Sehen hier langfristig ganz klar Aufwärtstrend intakt hier unten im Wochenchart. Na, sieht man das ganz eindeutig. Und der sieht sogar noch etwas bullischer aus als der S&P. Der macht nämlich jetzt gerade erstmal Folgendes, dass er dieses letzte Support-Level hier testet. Das ist das letzte Unterstützungslevel hier im Nasdaq. Und von hier an könnte, wenn der Markt sehr bullisch ist, auch die nächste Aufwärtsbewegung schon direkt wieder starten. Ja, wir müssen also im Moment ein bisschen Ausschau halten nach Werten, die uns vielleicht nochmal einen guten Long-Einstieg generieren, die vielleicht entweder deutlich zurückgekommen sind oder die eine sehr deutliche relative Stärke gezeigt haben in den letzten Tagen gegenüber dieser Abwärtsbewegung. Ja, haben wir jetzt gesehen, Abwärtsbewegung im Nasdaq, Abwärtsbewegung im S&P. Und wenn wir jetzt Einzelwerte finden, die trotzdem in den letzten 2, 3 Tagen sehr dynamisch waren, weiter gestiegen sind, vielleicht ein neues Zwischenhoch generiert haben, dann haben wir Werte, die eventuell eine hohe relative Stärke haben. Und die wollen wir dann auch gerne ins Depot nehmen. So, und dafür gehen wir jetzt einfach mal die einzelnen Signale hier durch, die heute entstanden sind. Das sind alle die,
die hier in dunkel angezeigt sind. Also dunkelrot, ja, dieses kräftige Rot heißt aktuelles Short-Signal, kräftiges Grün heißt aktuelles Long-Signal. Die hellen Farben, die sind von gestern, von Freitag, sorry. Die sind also am Freitag schon entstanden. Und jetzt kennt ihr das schon, hier in der Mitte läuft meine Gersh-Trend-Analyse und da gibt es entweder ein leeres Feld oder den Gersh-Up oder den Gersh-Down. Gersh-Up bedeutet nichts anderes, als dass der Gersh-Trend im Tageschart und im Wochenchart grün ist, also aufwärts gerichtet. Gehen wir hier einfach mal auf die Fiserv, da haben wir es. Hier sind wir gerade noch so grün. Hier sind wir noch grün, also Gersh-Trend noch aufwärts. Das wird sich heute ändern. Wenn die Kerze schwach schließt, dann wird, weil wir am Freitag hier schon nur noch bei 0,55 standen, wird der Gersh-Trend auf dem Tageschart hier auf Tagesbasis negativ sein. Und dann könnte die Aktie auch, wenn das auf Wochensicht hier auch kippt, für die Short-Seite sogar interessant werden. Im Moment steht hier noch Gersh-Up. Ja, Gersh-Up heißt ja Verisign. Hier sehen wir es, Tag ist grün, Woche ist grün. Deswegen steht da ab. Jetzt ist ja schon ganz klar, wenn wir ein rotes Signal bekommen, also ein Short-Signal, in einer Situation, wo Gersh-Trend auf Tagesbasis und Wochenbasis aufwärts gerichtet ist, möchte ich dieses Short-Setup nicht nehmen. Als Beispiel wäre das jetzt hier American Electric. Und da sehen wir, ja, der Kurs ist in einer Korrektur, läuft hier gerade in Richtung der Wolke, aber wir haben einen grünen Tagestrend und wir haben einen grünen Wochentrend und deswegen möchte ich hier auf gar keinen Fall irgendwas shorten. Und diese Signale brauche ich mir dann gar nicht anschauen. Die anderen hier, wo dahinter das Feld leer ist, brauche ich mir prinzipiell auch nicht anschauen. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass eine Zeitebene rot ist und die andere ist grün. Das heißt, wir haben hier gegenläufige Signale und entsprechend fallen diese Werte auch schon mal aus. Wir müssen jetzt also nur schauen nach Werten, die ein rotes Signal haben und bei denen Gersh Down dahinter steht oder die ein grünes Signal haben und bei denen Gersh Up steht. Da haben wir hier zwei von gestern, Applied Materials und Copart. Die schauen wir uns eventuell nachher noch an. Wir wollen uns jetzt erstmal auf die konzentrieren, die heute aufgetaucht sind. Und da haben wir hier zum Beispiel eine Marriott. Marriott, Hotelkette, einer der möglichen Recovery-Kandidaten, Reopening-Kandidaten. Hat jetzt natürlich hier ein bisschen wieder gelitten seit März, quasi seit die Delta-Variante bekannt geworden ist und angefangen hat, sich in Amerika zu verbreiten. Da haben diese ganzen Reopening-Stories, die ganzen Reopening-Aktien, die sich auch seit März dann schon recht gut wieder entwickelt haben, auch Marriott hier im Februar diesen Jahres schon noch mal kurz ein neues Hoch gemacht, über dem Vor-Corona-Hoch. Die sind hier aufgrund der Delta-Variante jetzt noch mal so ein bisschen zusammengeprügelt worden. Jetzt haben wir hier auf dem Tageschart, Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet, kriegen wir aber schon den Griff. Jetzt haben wir hier auf dem Tageschart heute ein Signal. Wir sehen aber, dass wir auf dem Daily hier noch innerhalb der Wolke sind. Und wir wissen ja, wenn der Kurs von unten in die Wolke reinläuft, so wie wir das hier gesehen haben, so wie wir das hier gesehen haben, so wie wir das hier gesehen haben, an die Wolke ran oder in die Wolke rein, hier und jetzt hier, dann ist das typischerweise ein Widerstandslevel. Diese Wolke fungiert hier als Widerstandsbereich. Das heißt, die Aktie ist jetzt hier in einen Widerstandsbereich gelaufen, hat zwar einen schönen charttechnischen Ausbruch an der Stelle hier gezeigt, befindet sich aber momentan noch im Widerstand auf dem Tageschart, auf Tagesbasis und deswegen kommt die für mich hier zum Traden erstmal nicht in Frage. Außerdem haben wir hier seit vielen Tagen einen Gersh-Trend, der sich überhaupt nicht entscheiden kann, der hier auf ganz niedrigem Niveau zwischen Grün und Rot wechselt. Und das ist für mich immer ein Zeichen, Achtung, hier ist kein intakter Trend, hier ist keine nachhaltige Bewegung, wo sich etwas anschließen könnte und dementsprechend möchte ich dann solche Positionen auch nicht traden. Wenn ich mir jetzt nur den Chart anschauen würde, ohne diese Ichimoku-Signale, dann würde ich sagen, ey, okay, wir haben hier unten eine ganz klare Kaufzone. Die können wir uns hier mal einzeichnen. Das hier ist ein ganz, ganz klarer Kaufbereich und ein Unterstützungsbereich, ein Supportbereich.
sehen wir, wir sind hier einmal eingetaucht, kommen kräftig Käufer, wir sind das zweite Mal eingetaucht, kommen kräftig Käufer und jetzt sind wir hier in der Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends. Das sieht prinzipiell sehr bullisch aus. Gefällt mir auch gut, gefällt mir auch vom Chance-Risiko-Verhältnis her gut. Ja, nehmen wir an, man würde diesen Einstieg hier nehmen auf dem Level. Wir würden unseren Stop hier sehr eng unten drunter platzieren und hätten einfach nur das Ziel, nochmal an dieses letzte Widerstandslevel hier zu laufen. Dann haben wir hier schon locker ein 2:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Von daher gefällt mir das an sich sehr gut. Aber wir arbeiten hier momentan mit den Ichimoku-Indikatoren und da sehen wir, Ichimoku liefert uns hier einen klaren Widerstand. Und hier wollen wir frühestens dann kaufen, wenn wir aus diesem Widerstandslevel rausgehen. Das würde bedeuten, zum Beispiel, wenn sich die Bewegung von heute hier morgen fortsetzt und wir sehen morgen hier ein neues Hoch und brechen nach oben aus der Wolke aus. Das brauchen wir uns aber gar nicht separat anschauen, weil wir dann morgen hier ganz automatisch wieder informiert werden über ein neues Setup, nämlich über das Setup Kumo Breakout. Ja, da haben wir hier im Moment die Seattle Genetics. Die hat ein Kumo Breakout Signal und da sehen wir das hier auch ganz gut. Die hat heute hier einmal kurz diese Wolke angetestet. Die ist ganz, ganz dünn. Da laufen die beiden Linien, aus denen die Wolke sich bildet, laufen hier übereinander. Deswegen ist das so gut wie nicht zu sehen. Und da haben wir hier den Ausbruch von unten nach oben. Und wenn der Ausbruch kommt, werden wir hier auch entsprechend informiert. Den Wert hier, Seattle Genetics, wollen wir nicht traden, weil ganz klar, wir sind hier auf dem Wochenchart noch im Girsch-Trend leicht abwärts und wir sind im Tageschart im Girsch-Trend noch leicht abwärts und deswegen fällt das für die Long-Seite aus. Also Marriott, haben wir gesagt, ist hier mitten im Widerstandsbereich, wollen wir nichts machen. PepsiCo ist allerdings überhaupt nicht im Widerstandsbereich. Und jetzt haben wir bei PepsiCo hier ein neues Signal und zwar, dass die blaue Linie gerade den Preis hier nach oben schneidet. Das ist das Signal, was wir hier kriegen. Wird ein bisschen jetzt davon abhängig sein, wo der Schlusskurs von Pepsi heute ist. Wenn der hier runterrutscht, ziemlich weit, dann werden wir morgen mit der blauen Linie vielleicht noch auf dem Preis liegen. Aber wahrscheinlich, wenn die Aktie irgendwie so schließt, wo wir sie jetzt haben, dann wird die blaue Linie morgen bei 156,30 sein. Und dann sehen wir das von hier. Ich vergrößere das mal kurz ein bisschen, dann sieht man es vielleicht etwas genauer. Ja, dann wird die nächste Bewegung der blauen sein, von hier morgen rauf auf 157,30, auf den Schlusskurs von heute. Und dann sehen wir, ist blau oberhalb des Preises und das ist prinzipiell ein Long Setup und das ist genau dieses Long Setup, was uns hier angegeben wird, Chico Cross Long. Finde ich gar nicht so schlecht. Wenn wir uns die letzte Bewegung anschauen, dann sehen wir hier schöne Momentumbewegung, ja, wie so eine Fahnenstange. Und hier haben wir jetzt so eine, naja, wie so einen kleinen Wimpel. Das ist so im Moment die Formation, die ich hier erkenne. Ist für mich also dann interessant, wenn die Aktie über das Hoch von heute geht. Dann ist ja auch über das Hoch hier. Also das wäre im Moment hier für mich das Entscheidungslevel. Und da lege ich mir einfach einen Preisalarm rein, dass wenn der Kurs hier oben drüber geht, dann wäre ich hier automatisch per E-Mail benachrichtigt. Wenn ich am Rechner sitze, hier kommt dann auch direkt so ein Pop-up, wo ich darüber informiert werde, dass PepsiCo das 157,45er Level nach oben durchbrochen hat. Dann kann ich mir den Chart nochmal anschauen und entscheide dann, ob ich hier eine Position aufbauen möchte oder nicht. Insgesamt gefällt mir das Ganze gut. Wir sehen das hier auch auf dem Wochenchart. PepsiCo ganz klar im Aufwärtstrend, sehen wir hier auch schön am Girsch-Trend, ist in der Korrektur, RSI auf Wochenbasis kommt hier runter, das ist nicht ideal und schon alleine deswegen möchte ich hier gerne auf einen deutlichen Ausbruch warten und wenn wir uns die Wochenkerze anschauen, wenn der Kurs hier über die 157,45 geht, dann haben wir hier auch eine ganz dicke grüne Wochenkerze. Das wäre dann auch nochmal sehr bullisch. Und von daher würde ich mich dann hier trotzdem, obwohl der RSI hier runterkommt, ganz gut fühlen, diese Position long im Depot zu haben. Also da lassen wir uns jetzt informieren.
wenn die hier nach oben rausgeht, dann wird das Ganze interessant. Und mehr ist aus dem Nasdaq hier im Moment auch überhaupt nicht rauszuholen, weil mehr Signale haben wir hier nicht. Das heißt, wir haben jetzt Zeit und schauen uns mal an, was für Positionen noch offen sind. Ganz interessant, der Heinz fragt hier, was für Add-ons er für den Agena Trader braucht, wenn er das Ganze hier so, wie ich das mache, analysieren möchte. Im Prinzip nur das Top Trader Signals Add-on. Also natürlich, wenn man diese Listenfunktion hier nutzen will, dann muss man mit der Agena Trader Andromeda Version arbeiten. Das ist über die Mercury nicht möglich. Über die Mercury sieht das Ganze etwas weniger spektakulär aus. Da kommen die Signale dann in einzelnen Zeilen. Dann hat man hier also deutlich mehr Zeilen. Aber trotzdem kann man damit arbeiten. Nur wenn man diese einzeilige Darstellung hier benutzen möchte, dann muss man mit der Andromeda-Version arbeiten. Und dann ist es nur das Top Trader Signals Add-on. Da ist alles drin. Da ist der Gersh-Trend drin. Da sind diese ganzen Signale drin. Da ist am Ende auch noch viel mehr drin. Da sind noch ein paar Handelsstrategien programmiert von Linda Raschke, von Jeff Cooper, was von Larry Williams ist hinterlegt für einen Aktienhandel. Also da sind ein paar ganz gute Strategien hinterlegt, die auch abseits von Ichimoku gute Signale liefern, wo man also immer mal wieder schauen kann, was da an Trading-Setups gerade interessant ist. Und das ist alles im Top-Trader-Signals. Im Übrigen ist es da so, das zeige ich vielleicht mal ganz kurz. Ich hole mal schnell meine Seite hier rein. Wenn ihr das Ganze nämlich mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das recht einfach machen. Ihr könnt zum einen, wenn ihr schon einen Agena Trader habt, könnt ihr direkt im Agena Trader euch eine 2 Wochen Demo vom Top Trader Signals besorgen. Das holt ihr euch direkt aus dem Agena Trader. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Wenn ihr noch kein FX Flat Konto habt, dann könnt ihr auch ganz einfach hier auf Handelskonto gehen, klickt hier auf FX Flat und kommt dann auf diese Startseite hier zur Kontoeröffnung. Und wenn ihr das dann hier benutzt, ein Demokonto, ein Live-Konto, whatever ihr macht, dann habt ihr hier die Möglichkeit, für 3 Monate bei einem Live-Konto dieses Top Trader Signals Add-on auch kostenlos zu nutzen. Das läuft sonst über eine monatliche Miete, ist nicht besonders teuer, aber ist halt eine monatliche Miete. Und die kriegt ihr dann hier 3 Monate geschenkt, wenn ihr ein Konto über FX, also über diese Seite bei FX Flat aufmacht. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. So, und so den Demo-Key, den könnt ihr hier beantragen über den Punkt, über diesen Info-Button. Da klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr auf die gesamte Liste an Add-ons, die im Agena Trader verfügbar sind. Und dann könnt ihr direkt aus der Liste für eure Agena Trader Lizenz hier eine Demo beantragen und kriegt die dann per E-Mail vom Agena Trader direkt zugeschickt. Und dann könnt ihr euch das mal für 2 Wochen ganz genau anschauen und könnt euch dann überlegen, ob ihr das nutzen wollt oder nicht. Okay. So, dann gehen wir doch mal kurz in die Positionen, die noch offen sind. Also die älteste Position, die immer noch im Depot drin ist, das ist die Google-Aktie. Die Alphabet hier, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wenn man einen Trend sauber erwischt und erkennt das dann auch irgendwann und arbeitet hier nicht mit dem Limit, sondern zieht einfach die Stops hinterher, dann sieht man den Einstieg, den haben wir hier unten irgendwo in diesem Bereich gemacht, im letzten Jahr schon. Und seitdem ziehen wir diese Position hier mit und machen im Prinzip nichts anderes, als immer wieder den Stop-Loss nachziehen. Der steht im Moment hier an diesem Tief. Das ist das letzte Tief. Und so viel Platz möchte ich der Aktie hier auch lassen. Wir haben hier einen recht großen Buchgewinn schon, der drauf ist. Von daher bin ich auch bereit, mir hier einiges wieder abnehmen zu lassen. Am Ende bin ich aber davon überzeugt momentan noch, dass sich die Trendentwicklung hier weiter fortsetzt. Google ist eine der wenigen großen Technologieaktien, die nicht besonders teuer ist im Sinne von PE-Ratio und so. Die hat also durchaus Raum, noch weiter zu laufen. Und solange wie die Aktie immer wieder bullische, ich sag mal so Continuation-Setups, also so Trendfortsetzungs-Setups generiert, solange möchte ich hier eigentlich auch mit dabei bleiben.
Und hier sind wir aktuell wieder dabei, ja, hier so eine Bull Flag auszubilden. Das ist prinzipiell erstmal weiter bullisch. Wenn der Ausbruch hier nach oben kommt, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch nochmal neue All-Time-Highs gibt, der Trend weiterläuft. Und wenn das passiert und wir laufen hier über die 29,30 nach oben raus, dann bin ich dabei, den Stop auch wieder weiter hinterher zu ziehen ans letzte Tief und mehr Gewinn abzusichern. Und solange ist hier einfach nichts zu tun. Also der Google Trade ist hier wirklich ein sehr, sehr dankbarer, der extrem sauber läuft. Dann läuft noch eine Position in Align Technology. Die läuft auch schon ein bisschen länger. Da ist der Stop jetzt auch inzwischen schon in den positiven Bereich gewandert. Da sind wir hier eingestiegen in dem Bereich bei 618 Dollar ungefähr. Dann gab es hier nochmal ein ganz wichtiges Zwischenhoch bei 646. Da musste dann die Aktie auch ein bisschen kämpfen. Ist dann aber am 29.07. hier sehr dynamisch nach oben rausgegangen. In Kombination mit den Earnings ist das hier gelaufen. Sehr gute Bewegung und hat dann eben auch dieses bullische Continuation Pattern hier ausgebildet. Bull Flag ist aus der Bull Flag ausgebrochen. Trendfortsetzung hat jetzt hier 3 Tage korrigiert. Aber wir haben es ja eben gesehen, das ist eine Reaktion, die der Gesamtmarkt gezeigt hat. Also sowohl der Nasdaq als auch der S&P haben hier die letzten 3 Tage, sogar die letzten 5, 6 Tage deutlich korrigiert. Von daher ist das für mich völlig in Ordnung, diese Korrektur. Und ich habe den Zielbereich hier oben bei 770 und mache im Prinzip jetzt nichts anderes, als die Aktie mit dem Trailing Stop zu begleiten. Sollten wir hier nochmal ein neues Hoch sehen über 736, dann wird der Stop hinterhergezogen an das dann aktuelle Tief. Das kann natürlich auch sein, dass die Bewegung sich hier nochmal ein bisschen fortsetzt und wir dann erst nach oben laufen und dann würde der Stop eben nicht so weit hinterhergezogen werden, sondern nur an dieses Level hier. Das wird sich zeigen. Ja. Okay, der Wilfried fragt, was denn Volume Up Down zu bedeuten hat. Volume Up Down ist hier nichts anderes als das Handelsvolumen. Das steht jetzt hier für gestern. Ich kann das auch so einstellen, dass wir noch das Handelsvolumen von heute sehen. Das könnt ihr im Prinzip bei fast allen Indikatoren im Agena Trader so machen. Die sind grundsätzlich so eingestellt, wenn ihr auf dem Tageschart seid, dass die auf Bar Close berechnet werden, also auf den Schlusskurs des Tages. Heißt aber dann, dass wir innerhalb des Tages, sehen wir jetzt hier, da keine Informationen kriegen. Die brauche ich auch normalerweise nicht, weil das, was wir jetzt hier machen, sind Strategien, die laufen, Stopsetzungen sowieso immer End of Day. Wenn ich jetzt aber sehen will, wie viele Aktien hier heute schon abgehandelt worden sind, dann gehe ich einfach in die Indikatoren rein, gehe hier auf Up-Down und dann habt ihr hier den Bereich auf Bar-Close berechnen. Der steht jetzt auf True. Und den setzt ihr dann einfach auf False, übernehmt das Ganze und dann seht ihr, jetzt ist hier dieser neue Bar entstanden. Und dieser Volume Up Down zeigt uns nichts anderes an, als wie viele Aktien sind innerhalb dieses laufenden Tages schon gehandelt worden. Und das sind jetzt heute 126.000. Wir sehen, am Freitag waren es 344.000. Und das ist für mich immer interessant, sich das Volumen anzuschauen, das Handelsvolumen, um zu sehen, in welche Richtung sind die Bewegungen nachhaltiger. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, diese letzte Aufwärtsphase, die hier gelaufen ist, diese große Aufwärtsphase, die hier über 4, 5 Tage gelaufen ist, da sehen wir, die ist insgesamt unter recht hohem Volumen gelaufen. Da sind viele Aktien über den Tisch gegangen. Das heißt, die Nachfrage hier ist sehr stark. Jetzt sehen wir, die letzten 3 Korrekturtage hier, die sind unter extrem geringen Umsätzen gelaufen. Die Umsätze hier, die Bars, die sind viel kürzer als die hier drüben. Und das zeigt mir immer, dass die eigentlich richtige Richtung momentan die Aufwärtsrichtung ist, weil da ist viel Bewegung drin. Wenn es nach oben geht, dann sind die Käufer da, die wollen Gas geben, die wollen die Aktie im Depot haben. Jetzt in der Korrektur will kaum einer seine Stücke hergeben und deswegen werden diese Korrekturen zwar unter einer deutlichen Preisbewegung, aber mit ganz wenig Volumen nur ausgeführt. Die sind also nicht so nachhaltig. Das ist nicht die Hauptbewegung, sondern das ist die Korrektur, das ist die Gegenbewegung. Und deswegen schaue ich hier auch immer aufs Volumen.
dieses Volumen, das ändert im Prinzip hier die Farbe, rot und grün, danach, ob wir hier eine Aufwärtskerze haben, also einen höheren Schlusskurs als Eröffnungskurs, dann ist die Bar hier unten grün, oder ob wir eine Abwärtskerze haben, wie diese letzten drei, dann ist die Bar entsprechend rot. Da sehen wir nur das Volumen hier, das ist in Aufwärtsrichtung gelaufen, das Volumen hier, das läuft in Abwärtsrichtung. Blau heißt, wir haben einen Tag, ja, hier ohne Preisänderung. Der Eröffnungskurs ist da, wo der Schlusskurs war. Alles zwischendurch ist innerhalb des Tages wieder wegkorrigiert worden. Und dann ist das Ganze blau, dann haben wir da keine effektive Preisänderung. Also das ist Volume Up Down, ist im Prinzip nur das Handelsvolumen. Den Indikator gibt es auch rein als Volume ohne Up Down. Dann ist der Unterschied, dass der nicht farblich unterscheidet. Dann sind die Bars alle blau. Wem das reicht, ist okay. Ich lasse mir immer noch ganz gerne hier die Richtung anzeigen, ob das eine steigende oder eine fallende Kerze war, in der das Volumen entstanden ist. Also, das ist die Align Technology, die ist noch offen. Die haben wir noch vom letzten Mal oder vom vorletzten Mal oder noch weiter davor. Fastenal war, als wir das letzte Mal hier auseinandergegangen sind, vor 4 Wochen, am 9. August war das letzte Seminar, das letzte Webinar hier. Da war die noch im Depot, ist jetzt hier ausgestoppt worden vor ein paar Tagen, einfach am nachgezogenen Stop mit minimalen Gewinn, fast Break-Even. Also hier ist quasi außer Spesen nichts gewesen, da hat sich der Trend nicht weiter nach oben fortgesetzt und entsprechend sind wir dann hier plus minus null mit einem kleinen Gewinn rausgeholt worden. Applied Materials hatten wir in der letzten Woche die Order reingelegt, hier oben bei 145, etwas über 145 Long zu gehen, für damals den Ausbruch hier aus diesem Wimpel. Das hier ist der 9. August, diese Kerze. Hier, diese. An diesem Tag war das Webinar, da ist uns die Aktie rausgeworfen worden im Screener und da haben wir gesagt, okay, wenn die über dieses letzte Hoch geht, möchten wir die gerne long sein. Dann ist sie deutlich nach unten ausgebrochen. In dem Moment, wo die deutlich nach unten ausbricht, ist das Long Setup für mich erstmal hinfällig und deswegen liegt jetzt hier auch keine Order mehr. Das heißt, also die Fastenal können wir löschen, die ist geschlossen und die Applied Materials, da haben wir keine Order mehr drin, die kann also auch raus. Monster Beverage hatten wir aufgebaut am 9. August hier in der Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung nach den Earnings. Das hier war eine Earnings-Kerze, da kamen die Zahlen, die waren sehr, sehr gut. Da ist die Aktie direkt von hier unten mitten im Sprung hier mit einem Gap nach oben gegangen, hat sehr stark geöffnet, hat dann eine deutliche Momentumbewegung gezeigt und ist uns am nächsten Handelstag hier im Screener rausgeworfen worden für ein Breakout aus der Cloud hier. Ja, die ist aus dieser Wolke nach oben ausgebrochen mit viel Handelsvolumen, sehen wir hier sehr viel Handelsvolumen in der Kerze und entsprechend hatte ich mich dazu entschieden, hier diesen Continuation-Ausbruch zu traden. Naja, war im Moment nicht besonders erfolgreich. Das Ganze läuft hier seitwärts, ist aber im Prinzip so, solange wir jetzt innerhalb dieser Range uns hier befinden, solange kriegen wir vom Markt keine neue Information. Das ist also völlig normal, dass wir hier jetzt irgendwo in dieser großen Momentumkerze uns bewegen. Das wird für mich jetzt interessant, wenn wir entweder hier nach oben rausgehen oder wenn wir hier nach unten rausgehen. Ich habe den Stop noch hier an der ursprünglichen Stelle, weil die Aktie noch nicht wirklich Bewegung in meine Richtung gezeigt hat. Da bin ich dann typischerweise dabei, den nicht unbedingt hinterherzuziehen. Und ich möchte den jetzt auch nicht so unbedingt hinterherziehen, weil wir ja hier die Wolke haben. Hier ist ja schon direkt Unterstützungslevel. Die Wolke ist Unterstützungslevel. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal reinlaufen. Vielleicht nochmal ein kleines neues Tief generieren unter diesen beiden Tiefs und dann wieder den Weg nach oben finden. Aber das wird sich zeigen. Ja, also hier ist momentan nichts zu tun. Der Stop bleibt da liegen, wo er war. Dann hatten wir einen Trade hier auf Ball Corporation aufgebaut. Und zwar auch hier unten im Ausbruch am 9. In diesem Ausbruch über das letzte Hoch. Die Situation war die, dass die Aktie hier so ein Doppeltief im Prinzip ausgebildet hat, hat dann ein starkes Momentum gezeigt in die Aufwärtsrichtung. Wir sehen hier das starke Handelsvolumen in der Aufwärtsrichtung. Da war richtig Gas drauf.
Und dann haben wir den Ausbruch gesehen über dieses letzte Hoch. Und mit dem Ausbruch über dieses letzte Hoch war die übergeordnete große Abwärtssequenz hier durchbrochen. Jetzt war die Abwärtssequenz durchbrochen. Wir haben eine starke Momentumbewegung gesehen und ich habe nichts weiter gemacht, außer diesem Momentum im Ausbruch zu folgen. Das, was wir an Setup bekommen haben, war das hier. Ja, Ausbruch aus der Wolke, bullischer Ausbruch aus der Wolke bei einer Aktie, die, wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, ja, übergeordnet aufwärts gerichtet ist hier. Sehen wir? Übergeordneter Aufwärtstrend. So, und die Idee war, einfach nochmal hier oben in diesen Widerstandsbereich reinzulaufen. In diesen Widerstandsbereich hier oben. So, um 100 Dollar lag das Kursziel, der Anfang von diesem Widerstandsbereich. Und jetzt sind wir hier so bis knapp über 98 gelaufen. Und wenn wir es uns auf dem Tageschart ein bisschen genauer anschauen und packen das Ganze hier mal rüber, na, dann sehen wir, die Limit Order, die lag hier oben bei 99,50. Wir sind hier bis 98,20 gegangen, hatten also noch 1,30 Dollar auf der Oberseite zu verdienen. Und dann habe ich den Stop an diese letzte Kerze hier gepackt auf 96,20. Da hatten wir uns hier 2 Dollar, habe ich mir wieder abnehmen lassen vom Top. 1,30 waren noch zu verdienen, 2 habe ich mir wieder abnehmen lassen. Und da ist dann auch meine Toleranzgrenze erreicht. Und ich bin dann in dieser Kerze hier ausgestoppt worden und bin zum Eröffnungskurs hier aus der Position raus. Ja, das war hier so 95,80 ungefähr. Also ein ganz netter Trade, ungefähr das Risiko verdient, war in Ordnung, ist raus und dementsprechend fliegt die hier auch aus der Liste. Raymond James ist, glaube ich, Break-Even wieder ausgestoppt worden. Die haben wir hier aufgebaut, genau, die haben wir hier gar nicht, die ist gar nicht ausgeführt worden. Ich erinnere mich, wir sind in dieser Kerze hier vom 9., da waren wir schon im Ausbruch über dieses Zwischenhoch und da sind wir schon recht weit drüber gelaufen. Und weil das Chance-Risiko-Verhältnis hier nicht so ideal war, hatte ich gesagt, wir versuchen in Rücksetzer auf das Hoch hier einzusteigen bei 134,90 und dieser Rücksetzer kam nicht. Und ich hatte während des Webinars ganz klar gesagt, falls die Aktie neues Allzeithoch macht über dieses Zwischenhoch, neues Allzeithoch macht, bevor sie den Retracement-Bereich erreicht, dann nehme ich die Order aus dem Markt. Und das habe ich hier oben dann auch gemacht. Wir sind aufs neue All-Time-High gegangen und ich habe nicht mehr auf dieses zweite Retracement hier gewartet, um die Position hier aufzubauen und zu kaufen, sondern ich habe die Order aus dem Markt genommen und dementsprechend ist hier gar nichts weiter passiert. Haben wir im Moment keine neuen Signale. Der Markt ist jetzt hier auch die letzten Tage übergeordnet abwärts gerichtet. Die Aktie, kleines Volumen, Gersh-Trend kommt hier runter. Das heißt, die fliegt auch erstmal wieder raus. Allstate haben wir noch, auch hier drüben aufgebaut, im Ausbruch über dieses Zwischenhoch, auch am 9. Am 9. August aufgebaut hier. Und die hatte sich ganz gut bewegt Richtung Allzeithoch hier drüben. Hat es aber nicht geschafft, übers Allzeithoch drüber zu gehen. Ich hatte schon während des Webinars dann hier einen Alarm reingelegt und habe gesagt, hey, wenn die da rausgeht, dann möchte ich gerne informiert werden, weil dann muss ich irgendwas mit dem Stop machen. Dann kann ich den nicht hier unten liegen lassen. Wir waren bisher noch nicht da. Das bedeutet für mich, ich gebe der Aktie hier Raum, sich zu bewegen. Und siehe da, was haben wir gesehen? Ein Retracement bislang bis in den Bereich der Wolke. Support Level, Unterstützungslevel. Und hier kommen jetzt erstmal immer wieder die Käufer rein. Und jetzt wird sich zeigen, ob wir nochmal hier über 134,50 nach oben rauskommen und dann die nächste Aufwärtsbewegung anfängt oder ob früher oder später die Unterstützung hier nicht stark genug ist, nicht hält und wir kommen dann zurück und werden hier ausgestoppt. Das wissen wir noch nicht, da müssen wir warten, können wir nicht viel tun. Und Analog Devices, da hatten wir auch am 9. hier an dem Tag hier eine Stop-Order reingelegt. Für das Überschreiten dieses Hochs vom 5. August. Das ist nicht passiert bisher. Aber wir sind auch nicht unter dieses letzte Tief hier gegangen. Wir sind nicht unter dieses letzte Tief gerutscht. Hier.
Und dementsprechend möchte ich, weil der Wochenchart auch sehr stark aussieht, sehr stabil aussieht und mir auch die Bewegung auf dem Tageschart hier echt gut gefällt, lasse ich diese Order noch drin. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist ja im Prinzip nichts weiter, als dass wir hier ein Widerstandslevel haben oben. Und jetzt sehen wir, dass die Aktie anfängt, hier höhere Tiefs auszubilden, während die Hochs ungefähr gleich sind. Ja, ganz grob, ungefähr gleich. Und wenn man da jetzt eine Chartformation draus machen will, dann macht man hier im Prinzip ja, so ein Dreieck draus. Das hier wäre ein Dreieck. Mit dem Ausbruch nach oben hätten wir das Kursziel Höhe des Dreiecks, also ungefähr so 17, $18 Kursziel. Und der Stop würde an dem Level hier liegen, weil wir diese Zwischenbewegung jetzt hier nochmal gesehen haben. Wenn wir also jetzt hier nach oben rausgehen, dann möchte ich diese Position hier nehmen, hätte den Stop so am 159er, 160er Bereich und hätte das Ziel Richtung 190 zu laufen. Also das ist der Trade von Analog Devices, der hier vom letzten Mal noch als Order drin liegt, immer noch. Und man sieht, manchmal muss man halt geduldig sein. Weil wenn die nach oben rausgeht, dann haben wir hier wirklich ein gutes Setup. Das hier ist der Wochenchart. Da sieht man auch nochmal schön das Dreieck hier auf dem Wochenchart. Ja, und da sieht man auch, wie sauber sich im Prinzip dieser Trend bewegt. Ja, wir haben hier ein Hoch, ein höheres Hoch, ein Tief, ein höheres Tief. Das letzte Tief hier war tiefer, das Hoch war tiefer. Also wir haben hier relativ lange jetzt schon wieder eine Sequenz. Zeichne sie mal ein. Steigende Hochs und steigende Tiefs auf dem Wochenchart. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist das, was ich hier erwarten würde. Und deswegen ist die Position hier auch noch drin. Wir sehen auch auf dem Wochenchart, alles ist bullisch. Der Kurs ist über der roten, der ist über der violetten Linie. Die blaue ist oberhalb des Kurses, der Kurs ist über der Wolke. Wir haben einen sehr positiven Gersh-Trend. Also es ist hier auf Wochensicht alles bullisch. Und genauso ist es auf Tagesbasis. Das Einzige ist, wir haben hier eine rote Linie, die unter der violetten läuft. Das ist erstmal noch weniger bullisch. Die ist aber hier kurz vor der Kreuzung. Das wird relativ schnell gehen, dass wir hier auch kreuzen. Und die blaue, die geht dann hier oben drüber. Wenn, kann man sich immer anschauen, wenn der Kurs jetzt so hier läuft, dann laufen wir mit der blauen so. Und sind dann auch oberhalb des Kurses. Also auch auf Tagesbasis sieht das alles noch recht bullisch aus. Wir hatten einen Gersh-Trend, der hier einmal kurz runtergekommen ist, hat aber relativ schnell wieder gedreht. Okay. Gut, schauen wir nochmal in den S&P 500. Da habe ich nämlich, glaube ich, heute noch zwei neue Orders reingelegt. So. Okay. Also wir gucken wieder nach Rot mit rotem Gersh Down dahinter. Ist hier jetzt erstmal nicht zu finden. Und dann schauen wir nach grünen Signalen mit einem grünen Gersh Up dahinter. Das wäre einmal hier Avalon. Avalon Bay ist grün, ist auf Wochensicht aufwärts gerichtet, ist auf Tagesbasis aufwärts gerichtet. Macht jetzt hier aber gerade sowas wie so ein Doppeltop. Ja, das ist so ein Doppelhoch hier auf dem Tageschart. Finde ich jetzt erstmal nicht so sexy. Ja, läuft auch hier gerade in den Support rein. Blau ist schon abgeknickt unter den Preis. Der Preis ist schon unterhalb der roten, ist schon unterhalb der violetten, läuft jetzt hier auf Support-Level. Hier würde ich erstmal sehen wollen, dass wir von hier auch hängen bleiben, eine Bounce kriegen, wieder alles nach oben kommt, die blaue Linie hier auch wieder oben drüber geht. Und dann müssten wir mal schauen, wie sich der Kurs verhält, wenn er an das letzte Hoch hier geht, 233. Könnte sein, wenn wir da oben drüber laufen, dass das nochmal interessant wird für die Long-Seite, aber heute erstmal nicht. Interessant ist dafür hier die Essex. Sieht auch aus wie so ein Doppeltop hier, aber wir sehen, die Korrektur ist deutlich weniger stark gelaufen. Wir haben eine sehr kleine Korrektur und ich hole jetzt auch noch mal das Volumen hier mit rein.
Ja, und hier sehen wir auch das hohe Volumen hier. Ich mache mal den Tageschart ein bisschen größer. Das hohe Volumen haben wir hier ganz klar in der Aufwärtsbewegung. In dieser Aufwärtsbewegung hier haben wir das hohe Volumen. Und jetzt sehen wir, dass das Volumen hier runterkommt. Wir können jetzt so eine Linie hier ziehen. Und da sehen wir, die Volumenspitzen, die nehmen hier ab. Das kommt runter. Das heißt, die Korrektur, die wir jetzt hier sehen, läuft unter geringerem Volumen als vorher der Anstieg. Das ist bullish. Dann haben wir hier unten einen Kaufbereich. Das hier ist der breite Kaufbereich. Der dient nochmal zusätzlich als Unterstützung. Der Kurs ist aber gar nicht bis in den Kaufbereich gelaufen, sondern hat hier direkt das erste Mal in der Berührung in der Wolke sofort auf die Longseite gedreht. Und ich möchte jetzt aber trotzdem sehen, dass die Käufer die Bewegung weiter fortsetzen können. Ich steige erst ein, wenn wir über dieses Zwischenhoch hier gegangen sind. Zwischenhoch ist es deswegen, weil ich scroll das mal ein bisschen auseinander. Ein Zwischenhoch ist es deswegen, weil wir im Moment diese Abwärtsbewegung hier sehen. Wir sind bis hier nach oben gelaufen. Dann sind wir hier runter und das hier ist so ein kleines Zwischenhoch. Ja, wir haben in dieser letzten Korrektur von hier unten sind wir da reingelaufen und dann weiter nach unten und haben danach erst dieses neue Tief hier gemacht, nachdem dieses Zwischenhoch ausgebildet worden ist. Und deswegen will ich erstmal sehen, dass der Kurs da durchgeht. Man könnte sich das Ganze jetzt hier auch anschauen als Bull Flag. Na, und das würde jetzt im Prinzip zusammenlaufen mit einem Ausbruch aus der Bull Flag und einem Ausbruch über dieses letzte Hoch. Und erst dann steigen wir ein. Das ist das, was ich vom Kurs sehen will. Wenn die Bewegung jetzt so läuft, dann wird die Order rausgenommen, dann hat sich das erledigt. Also ein neues Tief hier will ich nicht mehr sehen. Solange wir hier kein neues Tief sehen, würde ich an dieser Stelle gerne kaufen wollen und hier long einsteigen. Also das zu Essex Property. Dann haben wir hier ein Signal in Fleetcore. Fleetcore gefällt mir aber nicht. Wenn wir uns den Wochenchart hier anschauen, dann sehen wir, die Aktie ist seit Mitte letzten Jahres hier seitwärts. Läuft hier in einer Range zwischen 228 und 288 Dollar hin und her. Das ist für mich nicht klar genug vom Trend her. Möchte ich nichts mit zu tun haben. Und dann sehen wir mal hier auf dem Wochenchart die letzten... So, die letzten 4, 5 Wochen, da haben wir hier quasi überhaupt keine Bewegung mehr im Markt. Das ist nichts, was ich traden möchte. Dementsprechend fällt die aus. Federal Realty Investment sieht auch gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir ganz gut. Schön schmale Range hier. Wir haben in der Wolke aufgesetzt, haben einmal die Wolke getestet, haben jetzt heute hier dynamische Käufe gesehen, sehen sofort Druck nach oben. Allerdings ist es der gleiche Sektor wie die Essex, die wir hier drin haben und da möchte ich kein Klumpenrisiko eingehen. Und wir sehen, dass die Verläufe sehr ähnlich sind von Federal Realty, die wir hier jetzt drauf haben und hier von Essex, ja, das ist ganz ähnlich. Ist auch ein REIT. Wenn wir uns hier noch die Avalon Bay anschauen, dann sehen wir genauso, ist der gleiche, quasi der gleiche Verlauf, aber ist deutlich tiefer in die Korrektur gegangen. Ist der gleiche Sektor, ist auch ein REIT. Und ich möchte hier keine Klumpenrisiken drin haben. Deswegen habe ich mich für den entschieden, der für mich am bullischsten aussieht. Und das ist hier die Essex. Dann haben wir heute bekommen hier ein Setup in der Hilton. Und zwar auch wieder hier mit einem Ausbruch aus der Wolke. Gefällt mir gut, denn zum einen sehen wir hier auf dem Wochenchart, dass wir recht bullish sind. Die blaue Linie, die läuft hier noch knapp oberhalb des Preises. Der Preis sehen wir hier. Ja, der Preis ist oberhalb der roten, ist oberhalb der violetten Linie. Das ist bullish. Wir sind ganz deutlich über der Wolke. Das ist bullish. Wir sehen den Gersh-Trend hier klar positiv, das ist bullish. Und wir sehen auch, dass der RSI hier so einen Support gefunden hat und auch nicht weiter nach unten kommt.
muss mich ein bisschen entschuldigen. Also hier bei mir vor der Tür ist eine riesen Baustelle. Also falls es gerade im Hintergrund laut sein sollte, die geben da richtig Gas mit ihren Baumaschinen. Und natürlich nur an dem Tag, wo ich um 18 Uhr noch ein Webinar habe, arbeiten die bis abends. Ist ja wie immer. Aber es könnte laut sein im Hintergrund. Man Kann hört ich gar aber nichts nichts, für. Martin. Man hört gar Okay, nichts. dann So ist ist gut. es. Der Wochenchart, ja, sehr bullisch, gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns den Tageschart an, dann sehen wir, wir sind hier in einer übergeordneten Range. Das finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier die letzte Zeit hat das Volumen hier deutlich abgenommen zwischendurch und das war in dieser Seitwärts-Abwärtskorrektur. Und jetzt kommt so langsam wieder ein bisschen mehr hier rein. Wir gehen auch hier nochmal drauf. Wahrscheinlich ist das Volumen heute nicht besonders groß, weil es der Montag ist, aber da schauen wir gerade nochmal kurz rein. Den setzen wir hier auf False hier. Okay, ja, da sehen wir, heute ist nicht viel Volumen. Ne? Aber ich finde den Ausbruch ganz nett, weil wir über dieses letzte Zwischenhoch hier drüber hinweg sind. Und jetzt ist der Kurs dabei, in diesem Bereich hier eine neue Aufwärtssequenz aufzubauen. Wir kriegen hier gerade die erste Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs nach einer kleinen dreiwelligen Abwärtsbewegung. So, insgesamt, wenn wir das große Bild betrachten, sieht das Ganze im Moment aber so aus, dass wir hier inzwischen 1, 2, 3 höhere Tiefs haben. Drei höhere Tiefs finde ich gar nicht so verkehrt. Und wir sind jetzt in der Situation, wo Görstrend hier bullish ist, das Momentum gerade wieder zunimmt und wir jetzt diesen Break sehen. Wenn wir jetzt hier nach oben schauen, dieses Level, über das wir jetzt hier schon drüber gelaufen sind, dieses hier, das ist so der letzte Widerstandsbereich. Das heißt, der nächste Widerstand, der wartet tatsächlich erst hier oben. Da wartet der nächste kleine Widerstand. Aber selbst da würde ich erwarten, dass wir da vielleicht kurz hängen bleiben. Wenn wir aber hier nach oben rausgehen, dann können wir uns jetzt mal kurz anschauen, bis wohin könnte denn der Kurs laufen. Und da gucken wir mal, wo die grobe Range ungefähr gelaufen ist. Das ist diese hier. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir diese Range und legen die einmal an dieses obere Ende hier dran. Den Spike, den vernachlässige ich einfach mal. Sonst würde das Kursziel noch größer werden. Deswegen vernachlässige ich diesen Spike nach oben und den kleinen hier nach unten. Ich habe die Hauptrange genommen und habe die jetzt einmal hier drauf projiziert. Und dann kommen wir hier nur aus der Range auf den Zielbereich so von ungefähr 147 Dollar. Das heißt, ich habe hier jetzt ein Risiko von 9 Dollar pro Aktie und kann dafür verdienen 18 Dollar pro Aktie. Okay? Ist ein 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis, falls wir den Ausbruch hier nach oben sehen. Und da brauche ich keine hohe Trefferquote, um damit Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich diese Position hier heute schon mal aufgebaut in dem Breakout über diese letzten Hochs hier. Kommt aus dem Add-on, aus dem Setup hier von heute. Dann gucken wir noch kurz über die letzten Setups, die hier drauf sind. Das gefällt mir auch sehr gut hier. Royal Caribbean Cruises. Gefällt mir extrem gut. Die bauen wir direkt auf hier mit dem Stop an der 77. Da haben wir 8 Dollar ungefähr Risiko. 8 Dollar. Dann nehmen wir 50 Aktien zum Marktpreis, weil wir gerade in diesem Ausbruch sind. Nehmen die hier Market rein und stoppen uns sofort hier unten ab. Knapp unter dem letzten Tief hier, knapp unter der 67. Verkauf, Stop, unsere 50 Stück. Und das ist jetzt ein Trade, den möchte ich nicht nach oben mit einem Limit begrenzen. Wir haben zwar hier oben den 96er Bereich, das wäre der Zielbereich, den zeichne ich auch gerade mal ein. Das ist nämlich das Widerstandslevel. Das ist dieses Widerstandslevel hier oben. Das wäre der Zielbereich. Im Prinzip reicht uns das schon für einen Trade. Wenn wir uns das Chance-Risiko-Verhältnis anschauen, was wir hier traden,
dann haben wir hier 1 zu 1 und wenn wir in diesen Zielbereich hier reinlaufen um 97,50, dann haben wir ungefähr ein 1,6, 1,7 zu 1 CRV. Aber Royal Caribbean, wenn wir uns mal den Langfristchart anschauen, ist ja eine dieser sehr geprügelten Cruise Line Aktien und da sehen wir das halt ganz gut. Das ist einer der wenigen Bereiche, die hier noch nicht wieder über dieses Vor-Corona-Niveau gelaufen ist. Wir sind hier immer noch deutlich drunter. Wenn wir uns das mal in Prozentwerten anschauen, da liegen wir im Moment noch immer 36% unterm letzten Hoch. Das ist also das, was prinzipiell nach oben noch drin ist, wenn wir einfach nur wieder auf das Vor-Corona-Niveau laufen. Deswegen würde ich diese Position gerne laufen lassen. Ich nehme vielleicht die Hälfte an dem Bereich hier mit, weil das ist ein starker Widerstandsbereich. Auch wenn wir es uns auf dem Wochenchart anschauen, sehen wir das. Wir haben hier alte Tiefs, wir haben hier alte Tiefs. Also dieser ganze Bereich hier oben ist starker Widerstand. Von daher nicht weiter verwunderlich, dass wir hier einmal, zweimal jetzt hängen geblieben sind. Haben hier auch nochmal ein neues Tief gemacht, aber sind eben hier, wenn wir auf den Tageschart gehen, sehen wir sind hier auf dem Tageschart auch schon wieder ganz klar in einem intakten Aufwärtstrend. Hier hatten wir nochmal so ein Doppelhoch, haben dann hier ein neues Hoch gemacht und sind jetzt auch nochmal über das ausgebrochen. Also klarer Aufwärtstrend, 1, 2, 3, 4 höhere Hochs. Görsch-Trend hat inzwischen positiv gedreht. Wir sehen diese initiale Bewegung, die hier gelaufen ist, die hier. Ja, ist mit viel Volumen gelaufen. Viel Volumen haben wir hier drin. Und dann sehen wir eben immer wieder das gleiche Muster in der Aufwärtsbewegung. Hier relativ viel Volumen. In der Seitwärts-Abwärtsbewegung relativ wenig Volumen. Ja. Ich würde jetzt gerne sehen, dass sich an diesen Ausbruch hier auch noch mal ein bisschen Volumen anschließt, dass wir vielleicht über diese Vorniveaus hier kommen, heute oder morgen. Wenn das nicht passiert, dann haben wir eine erhöhte Gefahr, wieder in die Range hier reinzurutschen und erstmal noch ein bisschen weiter seitwärts zu laufen. Aber prinzipiell gefällt mir das Ganze hier ganz gut. Wenn wir uns dieses klassische Dreieck hier nochmal anschauen und sagen, wir nehmen mal das hier als Begrenzung, schauen uns dieses Dreieck an und nehmen jetzt diese Höhe hier, dann sind wir hier von 83 Dollar ungefähr bis runter auf 67 Dollar. Das sind 16 Dollar. 16 Dollar von unserem Einstieg hier oben drauf ungefähr. Dann kommen wir so an 99, 98 Dollar. Das wäre dann das Kursziel aus dem Dreieck, was sich hier entwickelt hat. Also die finde ich auch ganz nett. Was haben wir noch? Welltower können wir uns auch noch schnell anschauen. Welltower gefällt mir auch gut vom Setup her. Wochenchart sehen wir ganz klar aufwärts gerichtet, über der Wolke, positiver Görsch-Trend. Der RSI ist recht stark immer noch hier. Blau ist deutlich oberhalb des Preises, der Preis ist oberhalb der roten, oberhalb, also komplett bullisches Bild. Dann hatte sich hier zuletzt eine Bull Flag entwickelt auf dem Wochenchart. Da sind wir hier inzwischen jetzt auch schon ausgebrochen oder versuchen gerade hier nach oben auszubrechen. Und der Bereich, an dem wir hier hängen geblieben sind, ist auch nicht schlecht. Das ist nämlich genau dieses alte Hoch, wonach der große Absturz, anders kann man es hier nicht nennen, der große Absturz aufgrund dieser Corona-Panik hier gekommen ist. Dass wir dann beim ersten Versuch, das zu durchbrechen, an diesem Level hängen bleiben, ist alles andere als unnormal. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir hier oben drüber eben direkt das nächste interessante Level haben bei 92,90. Das schauen wir uns jetzt nochmal kurz auf den Tageschart an. Und deswegen traden wir die hier auch nicht. Ja, im Moment sieht das Ganze so aus, dass wir hier 1, 2, 3, im Moment 4 fallende Hochs haben. Wir kommen hier also übergeordnet noch weiter nach unten. Und jetzt will ich erstmal sehen, dass wir hier oben drüber laufen und dann schauen, wie sich der Kurs an diesem alten Widerstandslevel verhält. Und wenn er weiter stabil ist und stark ist und geht hier oben raus, könnte man vielleicht was aufbauen. Aber
Das nächste Kursziel liegt dann hier schon bei 92,90 am All-Time-High. Ist mir alles zu dicht dran. Wenn hier mehr Platz wäre zu den Zielen, dann würde ich es von der Chart-Ausrichtung her gerne traden. Aber dadurch, dass die Ziele hier sehr dicht dran sind, kommt das für mich erstmal nicht in Frage. Okay, David hat hier eine gute Frage gestellt. Hallo, folgt ein Ausbruch nach einem Dreieck tendenziell eher dem kurzfristigen oder langfristigen beziehungsweise übergeordneten Trend? Ich habe sehr gerne die Ausbrüche in der übergeordneten Trendrichtung und das ist normalerweise auch das, was ich trade. Das bedeutet, wenn wir jetzt sowas sehen wie ein Wimpel oder ein kleines Dreieck oder so, haben also eine Kursbewegung, die so startet, wo wir ein sehr großes Momentum haben, wo wir sehen, der Trend ist ganz klar aufwärts gerichtet und jetzt entwickelt sich hier ein Dreieck oder ein Wimpel oder irgendwas. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Dreieck und sag mal, hey, ja, so sieht das jetzt aus. Die Aktie läuft hier dann in so einer Korrekturrange. Dann handle ich nur die Ausbrüche in die Trendrichtung. Wenn das hier nach unten wegbricht, dann handle ich das nicht so gerne. Das sind diese Geschichten, die wir uns gerade beim S&P angeschaut haben, ganz am Anfang. Na, wenn dann solche Keile entstehen oder solche Dreiecke und wir sehen dann so ein Breakout nach unten, dann seht ihr auch, das sind sehr aggressive Trades. Da seid ihr vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage drin oder nehmt den vielleicht sogar nur Intraday, dann kann man sowas traden. Das nimmt man aber nicht als Einstieg in einen Swing Trade gegen den übergeordneten Trend. Das würde ich nie machen, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, wenn der Trend stark ist, dass der vielleicht kurz nach unten ausbricht für zwei Tage, drei Tage und sich dann wieder fortsetzt. Genau das Muster, was wir auch im S&P gesehen haben. Wenn man also sowas mal tradet, kurzfristig auf der Unterseite, dann sind das sogenannte Hit-and-Run-Trades. Dann wollt ihr einen Einstieg haben, wollt ein schnelles Momentum sehen und geht dann vielleicht auch hier an diesem Zwischentief oder so, am letzten Tiefbereich, auch schon wieder aus der Position raus. Das lässt man nicht lange laufen. Dann nimmt man schnelle Gewinne mit und sagt Dankeschön und orientiert sich dann neu, wenn die alte Trendrichtung wieder aufgenommen wird. Wenn wir also hier Swing Trades aufbauen, dann nur in Richtung des übergeordneten Trends. Okay, gut, wir haben jetzt schon 10 nach 7 knapp. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Von daher würde ich jetzt hier gar nicht mehr groß weitermachen wollen. Wir haben einige Positionen jetzt neu reingenommen. Die werde ich hier mal noch schnell in die Listen packen, in die Longliste. Dann hatten wir hier noch die Hilton in der Longliste neu und die Royal Caribbean in der Longliste. Und das ist dann unsere Liste hier fürs nächste Mal. Und da werden wir uns dann anschauen beim nächsten Mal, wie das Ganze gelaufen ist und wie sich das weiter verhalten hat. Ja. Gut, das war es hier für heute von meiner Seite. Dann kann ich ja vielleicht noch mal für die letzten Worte hier noch mal kurz die Cam anmachen und mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Ja, wenn ihr euch das Ganze auf YouTube anguckt, dann gebt dem Video gerne ein Like. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. In ungefähr 4 Wochen haben wir den nächsten Termin. Also einfach da auf der FX-Flat-Seite schauen oder wenn ihr angemeldet seid, dann kriegt ihr ja sowieso wieder die Mail für den nächsten Termin. Bis dahin wünsche ich euch super erfolgreiche Trades. Viel Spaß beim Ausprobieren vom Top Trader Signals Add-on vom Agena Trader und vielleicht bringt es euch ja weiter und ihr bleibt dabei. Bis dahin macht's gut und bye bye von meiner Seite. Danke dir, Martin. War ein schönes Webinar, hat Spaß gemacht. Ihnen hoffentlich auch, also den Teilnehmern natürlich. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Webinar. Wahrscheinlich dann wieder mit Nelson, Martin. Ne? Schöne Grüße soll ich auch nochmal bestellen, auch an die Teilnehmer auch. Ja, danke. Von daher habe ich dem nicht mehr hinzuzufügen. Wünsche Ihnen einen schönen Abend, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Ciao, ciao.